Weil diese Perspektive einfach so außergewöhnlich schön und auch neu ist, wollen wir Ihnen das sechste Rennen, also den großen Preis von Europa, noch einmal in kompletter Länge zeigen. Und zwar aus der Sicht der Drohne. Einmal von oben. Bitteschön. Alle sind in Position und boxen auf zum 52. Preis von Europa. An der 2400 Meter Marke geht das Feld auf die Reise. Und an der Außenseite Wild Chief gleich mit in vorderer Linie, gemeinsam mit Earl of Tinstall, dahinter dann With Monsieur, an der Innenseite dann Amazonit, dahinter dann Empoli, gefolgt von Papagena Star mit Girolamo, dann Nightwish mit Hey Little Girl, Sirius und Gardini, der Favorit am Ende des Feldes. Es geht von den jubelnden Tribünen vorbei, Earl of Tinstall mit gut einer Länge an der Spitze, dahinter dann With Monsieur in zweiter Position, an der Innenseite ist dicht auf Empoli mit Wild Chief, an der Außenseite Amazonit mit Papagena Star und Girolamo, dann Gardini mit Sirius, Nightwish und am Ende des Feldes, da galoppiert Hey Little Girl, so geht es durch den ersten Bogen, durch den Scheibenstraßenbogen gleich in die Gegenseite hinein, Earl of Tinstall marschiert vorne weg, dahinter in zweiter Position With Monsieur, an der Außenseite ist dann Wild Chief in dritter Position, dicht auf ist an der Innenseite auch Empoli, dahinter dann Amazonit mit Girolamo innen und Papagena Star, dann Sirius mit Gardini, der sich ein bisschen verbessern konnte, dann Nightwish am Ende des Feldes galoppiert, Hey Little Girl, die Kandidaten sind Mitte der Gegenseite, keine Positionsveränderung, Earl of Tinstall marschiert vorne weg in zweiter Position, With Monsieur Empoli ist dritter, dahinter ist dann Night Chief an der Innenseite, da ist auch Girolamo mit dabei, dahinter dann an der Außenseite Papagena Star am Ende des Feldes, Hey Little Girl, das Ende der Gegenseite ist erreicht, noch 1000 Meter bis zur Entscheidung, Earl of Tinstall ist vorne, Earl of Tinstall with Monsieur an der Innenseite, Empoli dahinter ist dann unverändert, Wild Chief mit den vorderer Linie an der Innenseite, da sieht man dann auch Girolamo, jetzt geht es gleich in den Einlauf hinein, das Rennen kommt in die entscheidende Phase und Earl of Tinstall marschiert noch gut, Earl of Tinstall ist vorne, dahinter dann with Monsieur an der Innenseite, Empoli dahinter. Dann versucht es Wild Chief, die Vierergruppe ist vorne weg, aber Earl of Tinstall weiter an der Spitze, Eddie Pedrosa macht ihn flott, jetzt kommt der Angriff an der Außenseite von Wild Chief, aber Earl of Tinstall weiter an der Spitze, an der Innenseite Empoli, Earl of Tinstall ist vorne, Wild Chief kommt jetzt angerauscht, Empoli wird nach außen genommen, Earl of Tinstall 200 Meter noch, ist aber vorne, Earl of Tinstall mit dem Kommando, Empoli streckt sich dahinter an der Außenseite, Nightwish wird immer stärker, Empoli hat's aber, Empoli in der Bahn mit ihm wird immer stärker, Empoli mit Earl of Tinstall und Empoli gewinnt den Preis von Europa. Vor Earl of Tinstall, Nightwish dritter, dahinter dann Girolamo mit Wild Chief, dann Gardini geschlagen mit Papagena Star und dahinter dann Sirius mit With Monsieur und Hey Little Girl mit Amazonit. Ja, liebe Zuschauer, da bleibt mir die Stimme weg. Was für ein Finish, was für ein Rennen. Schauen Sie sich das noch einmal genauer an.